Gut und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Atlas Fallen. Wir gehen den Geheimnissen auf den Grund, was das mit der Tür jetzt ist. Schauen wir mal hin rein. Abonniert mal den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Wenn nicht, abonniert trotzdem. Ich glaube, ich war schon einmal hier. Können wir uns auch in dieser Gegend umsehen? Ich will sehen, ob ich mich an etwas erinnern kann. An irgendetwas. Hier ist Nick. Ja, da hinten ist was. Das ist doch was. Kleinkram, oder? Anderes Artefakt. Was? Wie bitte? Hey, was ist das? Versucht, ja. Oh. Scheiß Phantome. Jetzt noch schönes jetzt. Gottheit der Freiheit, steh mir heute bei. Ich soll gegen meinen Willen an diesem Tag der Krönung der Königin verheiratet werden. Ich renne nun. Nicht hin, sondern weg. Ich könnte sie niemals lieben. Sie hat etwas Besseres verdient. Ich bitte nur darum, behalte sie in deinen Gedanken. Beschütze sie. Ich verdiene diese Gnade nicht. Opfergaben für dich hinterlassen. Ja, so scheint es. Im Gegensatz zu Telos habe ich nie um Buße oder Tribut gebeten. Aber es scheint, als verlangten deine Leute eine höhere Macht. Etwas, an das man glauben muss. Etwas, dem man sich unterwirft. Warte nur. Hier kommt schon rüber. So, ne? Das reicht ja. Ah. Allmächtiger Nayal,
Wir flehen dich an. Zeige dich. Steh uns bei in der Zeit der Not. Telos bringt nur Hungersnöte und Dürre. Gütiger Nayal, nimm dieses Geschenk an und kehre zu uns zurück. Errette uns! Hey! Boah. Der wollte eben wieder nicht funktionieren, ne, bei mir. Oben der B-Knopf geht bei mir nicht richtig. Muss noch einen Controller kaufen. Gut, hier wäre auch noch was zum Ausgraben, aber das packe ich ja nicht. Hier ist nichts. Es ist an der Zeit. Die Kraft des Gauntlets ist begrenzt. Aber jemand funktionierender Anlass. Damit können wir zurückkehren, anstatt die Brücke zu überqueren. Warum soll ich zurückkehren? Nayal, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Pracht noch einmal sehen würde. Aber die Stadt, die Krönung der Königin, sie haben keine Kosten gescheut. Sie hat Telos zum einzig wahren Göttlichen ernannt. Alle knien nur noch vor ihm. Dieses Heiligtum, deine Gefolgschaft. Wer weiß, was aus uns werden wird. So, erstmal das Relief anschauen. Bist du das? Es scheint so zu sein, ja. Die Menschen beten dich an. Ich bin eine Gottheit. Solche werden angebetet. Verstehe. Erwartest du jetzt von mir, dass ich auf die Knie falle? Ich bin dir nicht überlegen, Träger des Gauntlet. Richtig. Sieh nur. Du stehst bei den Menschen. Du regierst sie nicht von oben herab wie Telos. Sie sind erfüllt von Freude. Da. Diese Frau. Sie kommt mir bekannt vor. Ja. Woran erinnerst du dich? Da ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht. Machen wir weiter. Okay, machen wir weiter. Hier. Es ist an der Zeit, die Essenz, die wir angesammelt haben, zu nutzen. Die Opfergabe. Diese Markierungen auf dem Boden. Handgemalt? Könnte das ein Schrein sein, der zu deinen Ehren errichtet wurde? Ich hatte Gefolgsleute. Die Menschen scharten sich um meine Ideale. Als Widerstand gegen Telos. Ich konnte ihnen nicht antworten. Es sieht so aus, als wären die Menschen zu deinem Schrein geströmt, als die Stadt angegriffen wurde. Sie glaubten an dich. Bis zum Ende. Telos wollte die Welt. Alleine. Sie wurde mit Gewalt genommen. Und diese Menschen bezahlten den allerhöchsten Preis. Das darf nicht noch einmal passieren. Wir werden das nicht noch einmal zulassen. Nein, niemals. Das legen wir auch auf jeden Fall. Wo ist es jetzt? Hier, das da. Kannst du hier rein tun? Dann ist das so. Es ist an der Zeit, die Essenz, die wir angesammelt haben, zu nutzen. Die Macht des Gauntlets muss erst wachsen mit den Splittern. Er wächst ja nicht. Neue Rüstung. Thank you.
Komm. Gut. Du scheinst dich mit dem Gauntlet immer wohler zu fühlen. Wir sollten verschieden. Dies war ein Schrein. Ein Schrein für mich. Er wurde zerstört, als die Stadt begraben wurde. Telos hat das getan. Diese Gottheit wollte, dass die Menschen meine Existenz vergessen. Oh, die Rüstung wollte ich noch anlegen, ne? So. Oh, geil. Geile Rüstung. Schnellreise, wo muss ich denn hin? Ach. Muss hier wieder zurück. Ja. Scheint so. Zurück, bis ich was einsammle. Dann sammeln wir noch ein bisschen was mit ein. Da war dies, da war das und hier ist nichts. Oh, das ist die Kiste hier, ne? Nehme ich mir mal ein bisschen Zeug mit. Der Drache da hinten, ne? Nur eine Skulptur. Müssen wir noch das eine Monster besiegen? Mal schauen, wie der im Kampf ist, ne? Da hinten. Wollen wir uns snacken? Kannst du nicht hochheben. Die Kraft des Gauntlets ist begrenzt. Aber je mehr Stücke du findest, desto stärker wird er. Nehmen aber auch noch Kisten mit, ne? Material, hm? Edelweiß. Komm da nicht dran, ne? Ey. Was ist denn jetzt los? Komm, komm. Und wo? Ich
Angriff! Ich komme da nicht weg. Ich will die Kleinen anvisieren und ich habe nicht richtig durchgeschaltet. Oh Mann. Ey, den kriegst du auch noch weg, oder? Komm, die Kleine weg. Oh Mann. Moment hier! Was ist mit dem los? Da ab. Mal eine Schere auf die Fresse. Mist. Der will einfach nicht down gehen. Weg. Jetzt auf den Schwanz. Der war echt schwer. Aber die Schätze gehören jetzt uns. Die Restenergie. Ah, weiter. Was haben die bewacht? Einmal anlegen. Oh, da ist noch so eine Statue, die kann man kaputt machen, ne? Sehr schön.
Und jetzt? Immer schön die Statue kaputt machen, ne? Mhm. Kannst du nicht aufmachen, ne? Der Gauntlet ist noch nicht stark genug, um das zu zerstören. Immer noch nicht stark genug. Okay. Scheiß Viecher da, ne? Wir wollen es wissen. Hier ist was drin. Wir nehmen so viel mit, wie es geht, ne? Ich habe schon lange keins mehr gesehen. Sie können zerschmettert werden. Anders. Was war das jetzt? Okay. Hauptsache, ich hab's bekommen, ne? Ein Schutzamulett. Gut. Der Gauntlet muss stärker werden. Mitnehmen. Mitnehmen. Jemand da bei der Ausgrabung. Ich konnte das Gesicht nicht sehen, aber die Person war groß und dürr. Es war auf jeden Fall kein Ritter. Vielleicht war es ein anderer Gelehrter. Wenn ich die Person wiedersehe, werde ich Kontakt... Das ist unser Weg zurück. Bis hier. Bist du weg zurück? Hey! Oh. Ich drück zum dritten Mal, er springt nicht, ne? Ei, eins, zwei. Ah, ich drück. Oh Mann! Das heißt Defekt der Kontrolle. Gott so, hey. Schauen wir mal, was wir hier schön haben. Ein Riss. Dieses vergessene Reich ruft nach mir. Und schauen wir mal reingehen. Da war ich doch schon drin. Da waren wir doch. Da waren wir drin. Den kann man dann immer wieder machen, den Riss. Hey, hey, hey.
Ja. Die Kiste. Komm mal da schön. Sind wir schon durch? Auch eine Spezialfähigkeit, ne? Die roten. Kein Durchkommen hier. Ich muss jetzt wieder hoch. Leiten wir nach oben. Hier alles. Ach so, da wollen wir. Ein Amboss. Hier. Das ist irgendwie der Durchgang. Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder auch nicht? Wir sind wieder oben, ne? Voll verlaufen, ich weiß gar nicht mal, wo ich hin will. Nach oben. Hier ist der Durchgang, okay. Du wieder da? Ja, noch. Ja. Immer noch. Möchte noch jemand lieber das Wildlandtor bewachen als das hier? Ich nehme es gerne mit ein paar Soldaten auf, anstatt mit einem Phantom. Ich da hoch? Nee. Das geht immer noch nicht. So, hier rüber, ne? Wollen wir mal ein Schwitzchen halten. Mal gucken, was die sagen da. Der Händler, wollen wir schon den nochmal angucken? Jeder ist in meinem Laden willkommen. Alles sei gegrüßt. Was hast du Schönes? Zeig mir deine Waren. Will ich haben. Hab ich schon da Schönes gekauft, die Rüstung da. Naja, sieht auch gut aus. Bleiben wir aber erstmal bei der Rüstung. Da bist du ja wieder, Träger des Gauntlet. Hast du Valerie gefunden? Ich habe das Tagebuch von Valerie gefunden. Sie ist auf dem Weg nach Litesta.
Unmöglich. Meine Späher hätten sie gesehen. Du musst ihr Tagebuch lesen. Sie hat einen Partner erwähnt. Sie hat also nicht alleine gearbeitet. Einige Seiten von Valeries Tagebuch sind verschwunden. Trotzdem glaubst du, dass sie lebt? Was hast du noch erfahren? Es gibt ein anderes göttliches Wesen. Einen Rivalen von Telos. Eine Gottheit namens Nayal. Es ist Nayal, der diesem Gauntlet seine Macht verleiht. Unmöglich. Es gibt nur eine Gottheit. Es gibt nur Telos. Einst kämpfte Nayal für das Volk und gegen ihre Unterdrückung durch Telos. Als das Volk besiegt wurde, sperrte Telos Nayal für alle Ewigkeit ein. Das ist... Wie hast du das erfahren? Nayal spricht zu mir. Durch den Gauntlet. Bitte. Ich brauche einen Augenblick, um nachzudenken. Und was ist mit Arif? Wird er freigelassen? Es wird bald erledigt sein. Dann kannst du uns besuchen. Aber ich würde ihm nicht trauen. Danke, dass du mir dieses ungewöhnliche Wissen vermittelt hast. Ja, will er nicht, dass du dumm stirbst, ne? Du kannst Arif aus seiner Zelle befreien. Ich werde dich rufen, wenn ich bereit bin. Ja, okay. Dann befreien wir den das nächste Mal in der nächsten Folge, ne? Teilen, liken, abonnieren. Es sich lohnt, diesen Weg zu nehmen, um dem Wächter auszuweichen. Hoffen wir, lohnt sich. Unseretwillen, dass die Gerüchte über die Türme. Ich bin raus. Cheerio.